Hallihallo, herzlich willkommen zu Let's Play Astroneer mit Sebastian. Wir werden gerade schon wieder hart geschmissen. Hi, hi, und dem Robin natürlich auch. Oh ja. Noch. Ich habe mich hier ins Raumschiff gesetzt, damit der Sturm. Boah, der Sturm ist aber auch laut, ey. Ach was, echt? Jetzt seine eigenen Gedanken nicht mehr verstehen. Was? Ja, genau. Ja, mein Gott. Das ist halt unter realen Verhältnissen. Ja, da fliegen die auch manchmal so perfekt viereckige Steine um die Ohren. Quadratisch sogar. Würfelig sogar. Tatsächlich. So ein Rubik's Cube hier. Ich weiß nicht, das ist doch so einer, ne? So ein Kubus. Das war die Form, glaube ich. Die Form heißt, glaube ich, Kubus. Würfel. Okay. Oh, guck mal. Der Hagel hat aufgehört. Ich steig mal wieder aus. Und ich das heißt, der Sturm ist vorbei. Die Vögel fliegen zwar noch tiefer, aber der Sturm ist größtenteils vorbei. Ach so, ich hatte hier gerade Kohle eingesammelt und wollte unseren Reaktor füttern. Ja, sag, genau. Und nachdem wir was meinst du, wie lange hält so ein Kohleding? Da ist noch... Oh, jetzt ist ein so ein Büppel verschwunden. Boah, das hält lange. Ein so ein Büppel? Was für ein Büppel? Ach, das da unten, der löst sich ja komplett auf. Na, es sind schon ein paar weg. So lange hält jetzt aber nicht, Kollege. Ja, meinst du, wir sollen noch so eine Batterie bauen oder sollen wir lieber noch was bauen, was... was ist das hier? Origami? Ach, organisch. Ich würde sagen, erstmal eine Batterie bauen, weil momentan haben wir Energie im Überfluss und dann lassen wir noch was... Oder wir bauen halt was Energie direkt verholzt. Weil momentan haben wir mit dem Generator, haben wir jetzt ja den total super GAU. Ich würde mal sagen, entweder wir bauen noch so ein Solarpanel oder so ein Darius-Rotor oder wir bauen noch eine Batterie. Ach, wir haben kein Lithium. Aber wir können ja Lithium handeln, ne? Ja, ja, wir können Lithium handeln auf jeden Fall. Warte mal, ist es da? Ist es wieder da? Nee, ist es nicht. Alles klar. Na, pass auf, ich handle Lithium. Ja, handle mal Lithium. Ich kann man hier nicht noch was rausziehen? Ach, man kann nur 5 Verbindungen an die Station machen. Ja, ist auch gut zu wissen. Ja, aber du kannst doch an die Station noch was bauen, oder nicht? Ja, ja, aber diese die Station hat halt jetzt Maximalausbau. Ja, aber man kann ja in die einzelnen Komponenten noch was dran bauen, oder nicht? Ach ja, stimmt. Du kannst hier vorne ja so Sachen rausziehen, ne? Geht das? Ja, eigentlich schon. Oh. Ich baue schon wieder das Lager auseinander. Ich glaube, ich tausche mal unsere Energieversorgung und unsere Lage aus, damit das alles ein bisschen nebeneinander ist. Ja. Nee, kann man nicht. Nicht? Aber wir können ja noch so eine Kapsel bauen. Oh. Ja, richtig. Du hast recht. Das können wir ja. Habitat. Titan. Das Habitat ist übrigens auch ausgemischt. Wie brauche ich das jetzt? Hier ist irgendwie alles ausgemischt, kann das sein? Wir brauchen die anderen Ressourcen gar nicht. Ja, doch, für Energieerzeuger brauchen wir die. Guck mal, jetzt kriegst du dein eigenes Habitat. Das ist ja toll. Das habe ich schon immer gewünscht. Was du gesetzt hast, das heißt, im Endeffekt bringt mir da gar nichts. Kannst du das auch durch die Gegend schieben? Jo. Stell das mal irgendwo hin und klick mal oben. Warte mal, lass mich mal vorher einen Screenshot mit dir daneben machen. Selfie. Ja, warte, aber Lächeln. Ohne die Station dahinter, sonst checkt keiner, dass das ein neues ist. Ach so. Also, doch, bestimmt schon, aber das sieht auf dem Screenshot nicht so schön aus. Warte. Boah, hau mir das nicht ins Gesicht. Lächeln. Okay. Tschüss. Nice. Okay, bau das mal ein Stück weg von der Station, weil falls man das aufbauen kann als Station, braucht das ja ein bisschen Platz, ne? Ja, so. Und dann guck mal, ob du da draufklicken kannst oben und ob sich dann... Ja! Da baut sich eine neue Station. Okay, jetzt haben wir so einen geilen, beweglichen Nippel. Alter, wir können voll die Armada aufbauen hier. So eine riesige Stadt. Ja, dann Harz her. Harz haben wir, glaube ich, sogar dann noch. Dann wird jetzt geharzt. Drift-Session hier. Harz haben wir noch, ja. Harz habe ich, bringe ich gerade hin.
Ich habe auch Harz. So. Und was jetzt? Noch zwei Harz. Klub. So. So, was bauen wir hier zuerst? Was ist das? Forschung? Schmelzer, Fahrzeugbucht, Handelsplattform, Drucker. Wir haben alles gebaut eigentlich, ne? Schmelzer, ne? Ja, wir haben alles gebaut, aber das wird ja jetzt quasi deine Base oder meine Base oder keine Ahnung. Also jeder kriegt seine eigene. Willst du die bauen? Kann ich von mir was machen. Okay, pass auf, dann bau du die Base auf und ich handle dir hier schon mal Material. Beziehungsweise bau dir Energieversorgung. Also erstmal kriegst du hier so ein... Na komm. So ein Darius-Rotor. Ein Darius. Den alten Halunken. So. Ach komm, verarsch mich nicht, als ob dieser kleine letzte Nippel da... Das zackt doch. Da hole ich mir halt von da. Ich krieg schon was, ich will, keine Angst. Oh. So, Energieversorgung hast du schon mal. Jetzt brauchen wir aber Gemisch. Ich... Was geht denn jetzt ab? Oh, ich Warum kann man denn nur drei Dreiviertel Harz aufsammeln? Das ist doch schon wieder unlogisch. Entweder vier oder drei. Such's dir aus, aber nicht so eine halbgare Arbeit hier. Kupfer. Erstmal mit Kupfer handeln hier. What the fuck? Ach so. Okay. So. Da kommt. Ey, das ist ja total Beschiss. Ich kann drei Kupfer für drei Malachit eintauschen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann schicke ich das Kupfer weg, krieg dafür Malachit und schmelze mir daraus wieder Kupfer. Nice. Das macht voll Sinn. Sechs Gemisch, ja, das soll erstmal reichen, ne? Oder warte mal. Jetzt mal vier Gemisch. Sexy, sexy, ey. Solarmodul braucht Gemisch, okay. Du bist da hinten voll beschäftigt, ne? Ein bisschen. Ich glaube, wir müssen noch mehr Gemischquellen finden. Ja, überhaupt erstmal. Ich glaube nicht, dass es... Ja, weiß man nicht. Also Harz gibt's hier. Naja, Harz haben wir zwei Quellen gehabt. Aber Gemischquellen gibt's, glaube ich, nicht. Kann das sein? Es gibt eigentlich Quellen für alles, glaube ich. Es gibt hier... Achso, die Sonne landet. Ich dachte schon. Die Sonne landet, alles klar. Gar nicht in Panik verfallen oder so. Die Sonde. Ach so. Die Sonde landet. Genau. Ja. Ich wollte mal vorbeischauen. Das ist gefährlich. Okay, pass auf. Was bist du für ein Körper, Klaus? Was für ein Ding? Oh. Daneben legen reicht, glaube ich, nicht, damit der anfängt zu produzieren. Nee, nee. Oh, 50. Oha. So, Solarmodul, zack. Das Geile ist ja auch, ohne Gemisch bist du aufgeschmissen, ne? Du kannst ja nicht mal diese komischen Tether bauen. Ja, ohne Gemisch bist du quasi richtig aufgemischt. Boah, noch so ein guter, ey. Weißt du, und beschwerst dich, dass ich über meine komischen Dingens lache? Obwohl ich nicht mal selber weiß, warum das so witzig war. Ja, da bin ich auch noch nicht hintergekommen, aber kannst du mir gerne erzählen, wenn du es weißt. Lol, was ist das denn? So, du hast jetzt auch ein Solarmodul da drüben. Was ist denn jetzt passiert? Geil. Als nächstes, sag mal, was macht man eigentlich mit Titan? Keine Ahnung, das ist irgendwie der sinnlose... Titan der ist geheim, oder was? Stoff ever irgendwie. Ich handle mal noch ein bisschen Kupfer. Hast du noch Harz? Ich will mal was ausprobieren.
Harz. Nee. Gut. Ich habe... Warte, also erstmal baue ich dir jetzt eine Batterie, damit du da hinten Energie speichern kannst. Lager brauchst du auch, ne? Ja, ich brauche einiges, aber dafür braucht man auch Gemisch. Ja, aber zwei Gemisch habe ich noch, damit baue ich dir jetzt ein Lager. So, ich habe hier ein Lagerchen für dich. Kannst du das schon irgendwo unterbringen? Ich bin gerade dabei. Ich habe große Dinge vor. Oh, was hast du denn da gebaut? Das geht auch. Ja, deswegen will ich immer ausbringen, ob man es irgendwie unendlich in die Länge ziehen kann, nur wenn das halt noch im Bauprozess ist, weißt du? Das ist krass. Cool. Da wollte ich mal gucken, halt, ob man da noch einen dran setzen kann, weil sonst haben wir das dann nicht mit unserer ersten Base halt ein bisschen vergurkt. Ob man halt schon ein bisschen vorplanen muss, wie groß das ungefähr wird, weißt du? Das stimmt. Warte mal, hier sind doch mehrere solche Gemischerzeuger. Oh Gott. Ist da vielleicht noch was Harzerzeuger, meine ich? Da hat sich mein Headset wieder verabschiedet. Tatsächlich, das geht. Obwohl, warte mal. Oh, jawohl, ich habe ein Harz zusammengekriegt. Alles klar, Robin, du kannst so Zwischenstücke machen. Aber auf die Zwischenstücke kannst halt sowas. Kannst du halt nichts draufbauen. Ist halt perfekt wie so ein Solarmodul oder sowas. Aber erst danach kannst du halt so weitergehen. Okay, auf die Zwischenstücke kann man Solarmodule bauen. Ja, guck mal, die haben halt so zwei Nippel. Ach, cool. Und dann von da aus kannst du auch weitergehen. Das heißt, wir haben echt ein bisschen Kacke gemacht, das direkt irgendwo dran zu setzen. Ja, nice. Ja, guck mal, dann kann man das doch wirklich auf die Zwischenstücke setzen. Das ist ja awesome. Ich hätte jetzt trotzdem gerne noch ein bisschen Harz. Für ein bisschen weg, so. Ne? Ja, ich habe ein Harz. Ja, tu das mal auf die Station da drauf. Jo. Plöpp. So, und jetzt geht los. So, da ist der, da kommt die Schmiede hin. Da ist das Solar, nur Solarmodul, was? Der Drucker ist da, Schmiede. Und was kommt hier jetzt hin? Handelsplattform. Jetzt handle ich dir noch ein bisschen Lithium. Ach, guck mal, hier ist ohne Ende Harz noch. Was soll ich mit Lithium? Batterie? Ich bring dir mal das Harz auf deine Lagerplattform, ne? Ja, ja, mach mal. So. Boah, wie laut dieses Windkraftwerk ist. Ja, wir sind eine Babyrassel. Hammer. So. Aha, schau einer, guck. Lithium. Was? Erzähl doch keinen, du kriegst ein Lithium für vier Kupfer. Am Arsch. Das ist ja brutal. Und wenn wir ein Titan abgeben? Okay. Ein Titan ist wertvoll. Ja, ich weiß, steht ja auch selten dran, aber für Titan kriegst du einfach nichts. Nö, deswegen, Titan habe ich auch als erstes verscheuert. Was? Du hast Titan verscheuert? Ja, ich habe gerade Hydra Hasse nicht gesehen, Treibstoff gekauft für unser Schiff. Und dafür hast du Titan verkauft. Ja, ist ja für nichts gut. Aber es ist Titan. Ja, Robin, sind wir Messis oder was? Wenn dann für nichts gut ist, dann wird das einfach, weißt du... Aber wir wissen doch noch nicht, ob es für nichts gut ist. Vielleicht es ist für kein Rezept, was wir haben, gut. Doch! Für Tanks. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße, Mann, du brauchst es für Tanks. Ja, haben wir bisher Tanks gebaut? Ich glaube nicht. Ja, doch. Tanks brauchst du, wenn du Hydrazin aufsammeln willst. Ich glaube, das ist schon wichtig.
Jetzt habe ich hier. Kommt das Schiff auch irgendwann wieder zurück, oder? Das hat dann. Kann man Solarmodule eintauschen? Das hat dann Hydrazin am Dingens dran. Nee, ich glaube nicht. Das hat dann Hydrazin auf dem Nippel dran, ne? Auf was für. Was? Wenn der. Die Handelssonde wiederkommt, oder was? Die kommt wieder, ja? Ja, die kommt wieder. Okay, gut. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Die kommt wieder, ja? Nee, die denkt sich jetzt so, boah, Alter, nee. Von dem habe ich jetzt echt genug. Ja, nicht, dass die mich irgendwie abgezogen hat oder so. Das wäre aber nicht so toll. Eier gegangen, der Typ. Ich flieg jetzt woanders hin. Ja. Kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall, dass so eine linke Bazille ist. So. Ja, wir müssen. Ja, soll ich jetzt echt für Lithium, für ein Lithium 4 Kupfer abgeben? Wofür brauchst du ein Lithium? Ja, für deine Batterie. Brauche ich eine Batterie? Ach ja, zum Speichern. Wäre schon gut, oder? Ja, wäre schon nicht schlecht. Aber 4 ist teuer. Ja. Wann kommt der denn wieder? Irgendwann. Okay. So ein Scheiß. Will Harzen. Gib mir Harz. Hier ist noch Gemisch drin. Wo ist denn da noch Gemisch drin? Perfekt. Geiles Stück. Hör mal, der behauptet, dass hier noch Gemisch ist, aber der lügt. So, nee. Wo soll denn das sein? Ich mach hier voll den Oktopus. Ist doch beschiss. Voll die Oktopussi. Hier steht. Hast du ihr Gesicht? An dem Loch steht Gemisch dran, ne? Ja. Aber da ist gar nichts. Aber da ist gar nichts. Geile Erkenntnis auf jeden Fall, die muss ich mir merken. Ja, das ist ja wohl nicht okay, oder? Normalerweise, wenn man so ein Loch leer gegraben hat, dann schwebt da auch kein Name mehr drüber. Bei mir schwebt da generell kein Name drüber. Bei mir schon. Guck mal, noch so ein krasses Feature, was ich einfach nicht hab. Gib doch zu, du hast nur die Demo runtergeladen, du hast es gar nicht gekauft. Ja. Ich meine, mittlerweile, was haben wir dafür bezahlt? Weiß ich nicht mehr, so 16, 17. Ich muss sagen, das finde ich ein bisschen zu teuer für das Spiel. Aber du musst auch das so sehen, dass die Entwickler die Kohle ja auch benutzen, um das Spiel weiterzuentwickeln. Und da kannst du auch halt nicht mit so Kleckerbeträgen kommen, wenn du irgendwas. Ne, wirklich schaffen willst, tatsächlich. Ja, aber das wird ja irgendwann noch teuer und ich glaube auch, dass die haben noch bestimmt nur über Kickstarter gemacht, oder? Nee, ich glaube, die haben das nur im Steam Early Access gehabt. Gemisch! Scheiße, Mann, ich werde doch jetzt nicht hier verrecken, oder? Wo ist das Tether? Ja. Wo ist denn deine Batterie, die du mir jetzt hier ergaunert hast? Gibt's nicht. Okay. Guck mal, dein Handelsscheiß ist wieder da. Mein Handelsscheiß habe ich gar nicht weggeschickt. Weil das zu teuer ist, 4 Kupfer. Okay. Nein, wo fliegt die denn hin? Hier sind nur ein paar Planeten im Umkreis von ein paar Metern. Ja, aber unbewohnte. Die muss wahrscheinlich zurück in bewohntes Gebiet. Briefing, dies Flüchtlingsunterkunft in Nauen. NPD-Politiker muss nach Brandanschlag 8 Jahre in Haft. Ein Artikel aus Briefing, alles klar, sowas zeigt mir mein Handy an. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Keine Ahnung. Oh, scheiße, Mann. Es ist Nacht und ich kann keine Luft holen. Aber ich hab Jemisch gefunden. Das ist auch krass, ne, dass Leute echt vergessen zu atmen. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wie? Ja, es gibt ja Leute, die
die müssen sich irgendwie selbst dran erinnern zu atmen, weil nichts so. Ja, das ist irgendwie so eine extrem seltene Krankheit, dass das quasi kein angeborener Reflex ist bei denen, sondern dass tatsächlich das Atmen quasi du machen musst, bewusst, wie so, keine Ahnung, ja, ein Glas Wasser hochheben oder so. Das muss ich mir ziemlich, das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich an. Wow, Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, genauso wie auf dem Stuhl sitzen bleiben, ist auch voll anstrengend. Kann auch nicht das, jeder. Das stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor. Vor allen Dingen muss man da echt extrem drauf achten, weil davon hängt der Leber. Ja. Da darfst du echt nicht unkonzentriert sein. Vor allem stell dir mal vor, du kippst da einfach irgendwann um und keiner weiß, was mit dir los ist. Ja gut, ich denke mal, die wichtigsten Leute werden da schon Bescheid wissen. Ne? Ja. Tja, Sebastian, ein bisschen Gemisch habe ich noch für dich. Wir können, aber ich kann noch eine Forschungsstation basteln, dann kommen wir vielleicht schneller an Gemisch, wenn wir doppelte Produktivität reinhauen mit den ganzen Proben. Ja gut, klar, das können wir machen. Für die Forschungsstation brauche ich. Aber weißt du was, das machen Gemisch. Wir nicht mehr diese Folge, weil die neigt sich nämlich schon hart dem Ende. Achso, die zwei Gemisch, die wären zu viel jetzt einfach rüberzubringen. Das wird die Folge sprengen. Ja, ich bring das Gemisch noch rüber, aber dann müssen wir abmoderieren, leider. Ich fühle mich benachteiligt, ja? Warum geht bei dir da hinten die Drehparty, ja? Und dein komisches so Energieding dreht sich wie bekloppt und bei mir ist tote Hose. Dein wir sind 20 Meter auseinander. Du stehst im Windschatten. Ach so. Willst du mich eigentlich verarschen? Was soll das denn? Geil. Der dreht sich da hinten bewusstlos und bei mir ist tote Hose. Echt, das ist immer wohl. Ja, was brauchst du denn noch so angemischt? Gar nichts, oder? Ach so, wir wollten Tether. Zwei Gemisch brauche ich. Zwei zum Gemisch Reintun für was? In die Station zur Forschung. Ja, gut. Bring ich dir. Ich habe mir jetzt aus den anderen zweimal Tether gemacht. Na gut, dann können wir in der nächsten Folge nochmal rum. Ne? Ja, oder? Auf jeden Fall, pass auf. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sagte schon mal bis dahin. Tschüss. Ciao.